Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 47 und Babelsberg 03. Endstand 3:0. Vor 950 zahlenden Zuschauern. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer, Herrn Breda Uselak, und natürlich unseren Trainer Uwe Lehmann. Und wie immer wollen wir gerne von beiden Trainern wissen, wie sie die vergangenen 90 plus 2 Minuten gesehen haben, und möchten da mit unserem Gästetrainer beginnen. Ja, hallo zusammen. Glückwunsch an Lichtenberg zu Sieg. Ja, also wir sind, denke ich, ganz ordentlich ins Spiel gekommen. In der ersten Halbzeit haben wir Chancen plus gehabt, nach vorne, ja, beste Chance haben wir nicht reingemacht. Hinten kaum was zugelassen, war ordentlich eine Halbzeit von uns. Zweite Halbzeit, ja, ich habe ja auch in der Halbzeit auch gesagt, das wird nach wie vor weiter schweres Spiel für uns. Müssen wir konzentriert bleiben, dürfen wir nicht Fehler machen, die wir auch gemacht haben. Beim ersten Tor, also, ja, das ist schon, sage ich so, Eigentor auch, was wir da gemacht haben, und haben den Gegner eingeladen. Und letztendlich muss ich sagen, hat die Mannschaft gewonnen, die mehr auch wieder gezeigt hat zum Siegen. Das hat uns auch gefehlt heute, hat uns auch vielleicht frisch auch gefehlt, machen wir selber Gedanken, dass unsere Jungs, seit Vorbereitung auch fast alle Spiele gemacht haben, über 90 Minuten. Wir haben auch 87 Verletzte, zwischendurch auch 9 Verletzte gehabt, aber das ist auch keine Entschuldigung. Da muss auch mehr auch kommen, wenn man auch hier auch gewinnen will oder wenn man auch Punkte holen will. Wie gesagt, Mannschaft, die mehr Wille gezeigt hat, hat gewonnen. Und nochmal Glückwunsch zum Lichtenberg. Danke. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Ludwig. Ja, alles richtig. Auch erstmal von mir hallo in die Runde. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, dass es genauso wie der Kollege gesagt hat, vom Spielverlauf ist. Babelsberg denke ich erste Halbzeit mit den besseren Chancen, auch in hochkarätigen Chancen. Niklas Holler, glaube ich, einmal sensationell. Wir erste Halbzeit, also grundlegend kein überlegener Gast, sondern eher ein ausgeglichenes Spiel mit den besseren Chancen, aber wir sind im ersten Durchgang im offensiven Bereich einfach ja, zu zögerlich und auch zu schwierig, aber nicht so die Geradlinigkeit ausstrahlen können, die es dann braucht. Und dann sagt es der Kollege richtig, ich denke, dass wir zweite Halbzeit, vor allen Dingen auch mit den tollen Zuschauern und der Unterstützung heute, ich denke, die Mannschaft sind, die es einen Tick mehr will. Und dann sagt es der Kollege auch, dann werden wir ein Stück weit eingeladen und dann musst du ein Fußballgeschenk annehmen. Machen wir in der Situation dann gut. Wie wir die Tore machen, ist qualitativ auch sehr ordentlich, muss man auch sagen, denke ich. Oder freuen wir uns für die Jungs, dass sie dieses Heimspiel gewinnen konnten. Tut uns gut, die Tabelle lügt nicht. Ich glaube, dass auch wir, also 7-8 Verletzte, das ist natürlich eine Katastrophe. Wir müssen heute das dritte Mal im neunten Pflichtspiel, verletzungsbedingt schon in der ersten Halbzeit wechseln. Also auch da hoffen wir mal, dass Benitzvieh nicht allzu schlimm ist. Haben die Jungs großartig gemacht, freuen wir uns, haben wir ihnen auch gesagt. Und dann freuen wir uns über den Dreier heute und wünschen euch alles Gute, vor allem, dass viele Spieler zurückkommen, weil der Großteil ist auch nicht weiß, wenn man am Spielrichtsbogen guckt und der ist vor Wahnsinn, drei Auswechselspieler und einen Torwart bei hat, dann ist das schon eine schwierige Situation. In diesem Sinne, euch vor allen Dingen Gesundheit, dass es ein breiter Kader wird. Das macht uns Trainer dann mehr Spaß und euch allen einen schönen Sonntag. Und dann sagt uns Steven, wie es weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Frage von Pressevertretern? Gehen es nicht so? Dann die nächsten Termine unserer Mannschaft. Am kommenden Samstag, wie schon mehrfach angekündigt, empfangen wir hier in der zweiten Runde des AOK Landespokals Tennis Borussia Berlin. Anschluss dann um 13.30 Uhr, darauf dann wieder Regionalliga Fußball. Am 18.10. spielen wir bei Union Fürstenwalde. Und dann das nächste Heimspiel hier, denke wieder ein hochkarätiger Gegner, am 25.10. im 1. FC Lok Leipzig. Wir haben noch folgende drei Ergebnisse: Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo, die haben das Spiel gedreht und gewinnen 3:2. Der ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt trennen sich 1:1 und die VSG Klinike gewinnt mit 5:0 gegen den 1. FC Lok. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen Anwesenden und wünsche ein schönes Wochenende und freue mich darauf, alle in dieser Runde am nächsten Wochenende hier wieder begrüßen zu können. Vielen Dank.